Willkommen zurück zu Calibur 6. Ich möchte schon mal hinweisen, falls ich heute laut werden sollte oder quasi ausrasten sollte. Es liegt daran, weil heute meine Laune nicht sehr gut gelaunt ist quasi. Und weil ich vorhin richtig auf die Palme gebracht wurde. Ja, also ich entschuldige mich jetzt schon mal. Das letzte Mal hatte ich mit Kilik quasi angefangen. Ich weiß nicht, ob der auch in der Liste hier drin steht. Denn zwischen Wolde und Sasalamel kann ich nicht sehen, ob da Kilik steht, aber ich denke eher weniger. Doch, da sehe ich jetzt Kilik als Dritter. Unter Taki und über Maxi. Ja, aber ich denke mal, das ist quasi jetzt hier eine kleine... Also quasi der Prolog. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wir werden es ja gleich sehen. So. Seelenchronik. Geheimnisvoller Besuch. Ja, Kilik beschloss, sein Schicksal in die Hand zu nehmen und trainierte unter Anleitung des alten Mannes, des Edgemasters, was ich das letzte Mal auch vorgelesen hatte. Aber habe ich jetzt nochmal vorgelesen. Ich muss das mal warten. Jetzt kann ich starten. If you continue upon this path, the evil within you will create a second soul edge out of Kali Yuga. The only reason you and Kali Yuga have yet to succumb is because of Devapara Yuga's power. However, all is not lost. You can learn to control the evil within. Yes, Master. Erinnert mich ein bisschen an Roy. Is that it? If this tests you so dearly, how do you intend to stand up to evil? Sorry, Master. To control evil, you must first control yourself. Mastering your own will is the key to overcoming malice. Yes, Master. The enemy Kuma. Is powerful. You must stand strong, whoever your opponent. Yes, Master. Warum ist eigentlich Edgemaster nicht spielbar? Das frage ich mich. Kilik, your next opponent awaits. Who? Sometimes things reveal themselves when you fight. I understand, Master. Ich denke mal, Roy ist es nicht. Warum sollten sie ihn plötzlich einfach übernehmen? Ich meine, es gibt ja sehr viele Spielstände. In dem Modus Mission Seele der Chronik oder Seelen der Chronik. Übrigens habe ich mich informiert. Doch, Roy? Lol. Also, das habe ich jetzt wenig gerechnet. Ich frage mich, wie es dann ist, wenn ich zwei Charaktere hätte. Aber er hat nicht den Kampfstil Geralt, oder? Ich weiß, ich hatte da noch Geralts Kampfstil gehabt. Doch! Alter, wie geil ist das denn, dass sie das übernommen haben quasi? Das hat mich jetzt aber wirklich überrascht. Aber was wäre denn, wenn ich jetzt quasi jetzt dreimal durchgespielt hätte? Also mit drei verschiedenen Charakteren jetzt bei Kilik war. Did you learn something? Yes. I believe I felt how delicate the balance is between myself and evil. I see. Then the time has almost come. Master? It is nothing.
What are you doing? You have yet to finish your training for the day. Yes, Master. Soweit ich weiß, war Edge Master bis jetzt nur bei 2 Spielen spielbar. Ich glaube, entweder ein Spin-off oder der erste oder der dritte Teil und der fünfte Teil. 3 Jahre mühsamen Trainings vergingen wie im Flug. Die Devapara Yuga hielt das Böse, das sich in Killik und Kali Yuga eingenistet hatte, in Schach. Allerdings drohte es jeden Augenblick, die Oberhand zu gewinnen. Nur während des intensiven Trainings fand Killik so etwas wie Frieden. Achso, die letzte Prüfung kommt jetzt. Killik, you have borne the burden of your training well. Yes, Master. Now we shall see how you fare against me. An actual fight with you? It would be an honor. Alles klar. Why do you hold back? Come at me. Yes, Master. Yeah! Ich dachte, ich muss jetzt wirklich gegen ihn kämpfen. Schade. You have improved. I understand why you were chosen to bear Kali Yuga. Killik, a shadow lies upon your soul. Take heed. If it envelops you completely, the evil within you will stir, and in time, tear at your soul until there is nothing left. You need to banish that shadow. I have shown you how to control evil. The rest is up to you. Yes, Master. Killik, this will be your final test. You must seal away Soul Edge, the cause of all this madness, and cleanse yourself of evil. Yes, Master. Head west. Nightmare, Aetheroth, Ivy, and Lizardman? The wielder of Soul Edge awaits in the heart of a great maelstrom. Aber Lizardman ist doch auch nicht dabei. You must live on, as have I. Was ich mich stets interessiere, was mit Hauran passiert. Übrigens, dem ja zu Dingsen gebracht haben. Der kam irgendwie nicht mehr vor. Also wir hatten ihn nur noch zu dem Palast ihn gebracht. Seitdem kam er nicht mehr vor. Das heißt, sein Status ist unbekannt, so wie Maxis. Und Gro. Übrigens, was ich noch sagen wollte, also der Kampf gegen Asphalt, das ist wirklich der allerletzte Kampf. Und dann habe ich irgendwie gelesen, es gibt noch irgendwie 2 Bonuskämpfe oder Endbosskämpfe, die ich aber nicht verrate, gegen wen man kämpft. Ob das wirklich stimmt, also ich kann mir gut vorstellen, dass es stimmt. Aber man soll irgendwie zum Beispiel ab Stufe 99 soll dann ein Bosskampf rankommen. Aber das ist jetzt egal. Wie gesagt, ich spiele diesen Modus nicht mehr in diesem Let's Play, sondern ich werde dann irgendwann mal, wenn ich Schluss dazu habe, die anderen Missionen spielen und werde es dann auf meinem Zweitkanal hochladen. Jede einzelne Mission. Aber gut. Killiks Reise beginnt. Von den vielen Wegen nach Westen war der Seeweg der einfachste. Killik verließ die Höhle, überquerte den Himalaya und ging nach Süden, um einen Hafen zu finden. So you want to head west, do ya? Guess you're in luck, cause that's where we're going. But I warns ya. Our ship ain't what you call luxurious. I don't care, as long as you're heading west. So, can I join you? Sure, why not? But it could end up costing you a pretty penny. Huh? Oi, driver! Where's you going? This ain't the way to the dock. Huh? You deaf or something? What the... He's been consumed by evil. I'll kill you! Damn, you leave me no choice. Kämpfe ich das gegen ihn? Denn bis jetzt kamen nur 2 Kämpfe.
Und sonst am meisten Dialoge. Es ist schön und gut, dass man Dialoge sieht, aber ich möchte wiederum auch mehr kämpfen halt. Denn es ist ja ein Kampfspiel und kein Dialogspiel. Aber komischerweise kann ich jetzt mit Killix Kampf hier eigentlich jetzt gut umgehen. Ich meine, in Mission konnte ich überhaupt gar nicht mit ihnen umgehen. Okay, vielleicht liegt es auch daran, weil ich auch den Moment mich daran gewöhnen musste. Und weil der. Und weil Asper als overpowered war. Obwohl ich ihn fast besiegt hatte. Ihn fast besiegt hatte. Was? Whew! You saved me. Even us pirates ain't safe from bandits when we's on land. Thanks, matey. Also nicht Buddy? That was no ordinary bandit. It takes me back to that night. The shadow upon my soul. Chung Lin, am I strong enough? Man merkt total noch, dass er ein bisschen darunter leidet. Seelenchronik 7. Der indische Hafen. An einem Hafen im Osten von Indien half Killik einem Mann aus Max's Crew. Dieser Mann brachte ihn zu dem Schiff, auf dem er arbeitete und das nach Westen fuhr. Aber Kapitän Maxi war unauffindbar. Ach warte mal, dann können wir ja noch erfahren, was mit Maxi passiert ist und mit Astaroth und so alles. Geil! So, you're the guy who saved one Kiam. On behalf of our Captain Maxi, I welcome you aboard. But I'm gonna have to take that mirror from you till we hit land. Sound reasonable? This is one thing I can't give you. Why not? We're just gonna hold on to it. It ain't like it's payment for your ride or nothing. This is a keepsake from my sister. A keepsake, eh? You know, I don't know what I'd have done if it weren't for Maxi. Huh? Okay, fine. I like you. I'll go speak to Maxi for you. You're one of us now. Thank you. Don't mention it. Und so haben sie sich kennengelernt. Alles klar. Na, ist auch sehr interessant. Oh. It seems the captain has the trust of his crew. You'll see why once you meet him. He ain't been back since he stepped on land. Probably got stuck at the bottom of a glass. What the? Uh-oh. What? Astaroth! Who do you think you are? You got some nerve thinking you can pick a fight with one of us. Hey, kill it, right? You're a passenger, so stand back. No, I want to join in. In that case, welcome to the crew. It's showtime! Jetzt ist die Frage, kämpfe ich gegen Astaroth oder gegen einen Lizardman? Und so ist eigentlich auch die Spezies, Lizardman. Und ein Charakter, aber ab dem fünften Teil wurde offiziell bestätigt, dass er Ihan Zelkos heißt. Ex-Mann kämpfe ich. Übrigens, von denen gibt es keine weibliche Version. Da frage ich mich, wie können sie sich dann paaren? Der war gut ausgewichen. Hey, oh.
Ja, da liegt. Ich hatte mich ja schon ein bisschen gewonnen, aber warum ist. Achso, da unten steht ja auch wieder. Also drei Gegner habe ich. Boah. Das tat sicherlich weh. Der erinnert mich jetzt ein bisschen an den richtigen Lizardman. Allerdings hat er nicht so eine Waffe, glaube ich. Also ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Jedenfalls ist es sehr merkwürdig, warum er überhaupt nicht drin ist. Was ich wiederum auch eigentlich schade finde. Das ist total vom Bösen übernommen worden. Look out, Killick! Cam! Nein. Und so stoppt Cam. Anscheinend spiele ich jetzt Maxi danach. Weil jetzt Maxi halt gebildet ist. Aber ich sehe gerade, wir sind am Ende der Folge angekommen. Oder halt allgemein halt. Also es ist ja fast 20 Minuten nämlich schon auf halt. Was das nächste Mal rankommt, das werden wir sehen. Ich bedanke mich ansonsten, dass ihr zugesehen habt. Und dann geht das nächste Mal weiter mit Seelenchronik 8. Die Horde der Verderbten. Ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss.